Ein herzliches Willkommen, so sieht man erst gar nicht, weil er sich verkehrt positioniert. Ja, gut, dass du mal immer sagst. Alter, dein Terra, guck voll in meine Kamera, Mann. Ja, das gehört sich so. Alter, so. Heute ist auf dem Plan, ich und Greta werden uns einen Biber besorgen. Und zum, keine Ahnung, was der tut. Ich werde weiter hier ein paar Sachen, ich werde wieder bauen. Er dingst. Den ganzen Tag nur am Dingsen. Ja, nimm es mit, wenn du es gebrauchen kannst. Es ist Gammelfleisch. Nimm alles mit. Ja. Gebe ich dir alles. Ja. Okay. Mach was draus. Gammelfleisch. So, Gammelfleisch. Wir können los. Also du musst jetzt ungefähr sagen, wo es ist. Eigentlich müsste der Kartograf das machen, aber. Na gut, jetzt habe ich aber auch keine Ahnung, wo sonst diese Biber an der östlichen Grenze sind. Aber da ja Greta ein Jäger ist. Na gut, ich weiß hier überall, wo hier sonst die Dinger sind. Ich will noch meinen Raptor auf neutral pfeifen. Ich weiß ja nur, dass hier Biber direkt in der Nähe sind. Ich hab. Greta, wo bist du? Einfach geradeaus. Okay. Ah. Wahrscheinlich geht er dahin, wo ich das meinte. Das ist neben dem Redwood. Ja. Achso, das meinte ich. An der östlichen Spitze, dieser Fluss, der so ein bisschen nordöstlich läuft, dann da kann man Biber finden. Ja, das weiß ich. Ich wollte nämlich gerade Zement klauen. Ah, dann vielleicht bringen wir was mit, wenn wir schon da sind. Ja, ich lasse dann mal den einen Biberdamm in Ruhe, der dann auf eurem Weg liegt. Da ist ein fetter Titano, ey. Ja, ich weiß, der ist dort genau an der Stelle. Hab ich gesehen, als ich mit dran gekommen bin. Auch. Alter Junge. Was macht der? Titano-Sachen. Der legt Eier. Ja, der gebärt gerade. Warte, da kann ich auch gerade was machen. Ja, also. Alter. Hilfe, steck in ihm! So genau wollte ich ihn jetzt auch nicht infizieren. Also, das ist hier ziemlich harte Sachen. Ja, sehr groß. Ja, aber das ist ein Riesenvieh. Ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Und ich glaube. Alter, der sitzt da, das würde ja gleich kacken, ey. Das ist ein Zeichen, der nimmt gerade Eier! Wahnsinn. Wahnsinnstier. Riesen. Ja. Damit kann man jede Schlacht gewinnen, ey. Das ist ein Schlachtschiff. Oh, und hier. Du musst auch fliegen. Ganz schön. Ein 40er. Ja. Eigentlich muss ich da notieren, dass ein Titanogo-Dings habe. Ich muss nur dran. Diese verdammten Tech-Viecher. Diese Technology-Viecher. Ich brauche mal ein bisschen Fleisch deshalb. Du kannst Fleisch von mir holen. Ich habe so viel Fleisch mal von mir raus. Na, das habe ich gesehen gehabt. Ah, jetzt habe ich. Ja. Habe einmal faules Fleisch angenommen. Unkanu. Inspiziert! Vorsicht, komm! Gehornter Teufel, bleiben Sie hier! Oh, 240. Oh. Schöner. Hier von Fleischfresser und einer meiner Tiere, die ich gerne zähmen möchte. Bleiben Sie hier! Was rennt überhaupt vor uns weg? Was hat er denn? Wir sind nur gefälligste von euch eigentlich. Ein Jungtier. Ach, das ist ein Jungtier, Tatsache. Ah! Ach, das ist Insekten. Warum haut er von den Insekten vielleicht? Alter! Ist hier ein Kadaver in der Nähe oder so? Nee. Weil sonst kommen die doch eigentlich bloß, wenn du Kadaver in der Nähe hast. Und Ameisen. Meine Herren. Alles auf einmal. Boah, sind die lästig. Ein Raptor-Bäbe. Und eine Tasche. Oh, mitnehmen. Ja, nichts Besonderes drin. Ah! Da war ein Kumpel in der Tasche! Oh, ich hab die Tasche weggemacht, ne? Und da sitzt da so ein Kumpel drunter. Ist auch nicht schlecht. Kuckuck! Wollte sie verstecken. Kuckuck! Ja. Der wollte die Tasche mitnehmen. Er wollte die Tasche klauen. Vielleicht wollte derjenige, der die Tasche da abgesetzt hat, den mitnehmen. Weiß man ja nicht. So, hier sollen ja angeblich die Bibels sind, ne? Nee, auch lange noch lange nicht. Hier waren wir doch gerne mal. Ab und zu kann hier einer sein, aber das ist eher
ab und zu sehr selten. Wir müssen noch viel weiter. Wir müssen am Redwood noch vorbei. Wir müssen noch den ganzen Strand hier runter bis zum Ende. Dann geht's. Ja, richtig. Jetzt! Ach, ja, das sind auf jeden Fall Biber. Hier ist einer. Ja, hier ist eine Tatsache. Hier ist ein Biber. Hier schwimmt einer. Ein Bau? Ah, oh, schön, cool. Dann ist ja gar nicht so falsch drauf. Hallo, Biberchen. Oh, das ist ein Bärenfresser. Sehr wendiger Genosse. Sieht sehr interessant aus. Ey, anderer Bibersch, kommen Sie her! Das Wichtigste hast du vergessen, die Spitzen ziehen. Ja, die konnte ich ja noch nicht betrachten, die schwimmen zu schnell. Das sind 200er, ne? Was? Nee, das ist mein Raptor. Wow. Hä, wo ist er? Alter, warum bist du so schnell? Bleib doch mal hier, Mann! Er trinkt mir nicht. 64er, ne, ich lebe noch. Was bist du für einer? Bist du 18? Ein 80er. Bin ich gerade angegriffen? Nein. Ich kann ja unter Wasser schießen. Dem Ding. Ich glaube, ich greife die Salmonellen an. Salmonellen? Sag mal einfach Lachse. Ich werde mal diesen 80er Biber hier mal unter Beschuss nehmen. Was wird diese wohl. Ich habe doch die Taschen. Wir müssen die nur hier ans Land locken. Achso, willst du. Passhilfe, ja. Passhilfe. Weil wir haben doch keine Narkotika dabei. Ich hätte sechs Stück, aber. Das wird bei weitem nicht reichen bei dem Viech. Na gut, wenn ich euch finde, dann. Ach, kommst du mit dem Rottweiler her? Weil dann können wir mich gleich noch die Biberburg plündern. Da ist ja auch ordentlich. Ich würde das nicht machen, wenn wir den passiv tamen, ne? Ja, wenn wir den haben, dann können wir noch das Holz mitnehmen. Wir schon hier sind. Oh Gott, jetzt schon wieder gerade sein. Das Problem ist, dass das drei Stück sind, ey. Ach, drei? Hm? Drei. Für ein Level. 64, 80. Wo ist der 80er? Wo ist der 80er? Ne, das ist der 64er. Das 80er ist hier rüber geflutscht. 80er. So. Raptor! Rotzi! Oh. Rotzi, wir gehen schwimmen. Ein romantisches Schwimmen mit Salmonellenattacke. Ich nenne die Salmonellen. Große Salmonellen. Wo ist der jetzt hin? Ich habe der 64er ist gerade allein. Ich werde den mal töten, wa? Dann tauchen die anderen vielleicht auch auf. Ich habe einen hier am Land. Das ist perfekt. Ist der 80er. Nichts machen. Oh. Schon ein bisschen aggro auf mich. Komm, Junge, komm. Ich lock ein bisschen weiter weg und dann töte ich ihn hier. Ja, töte den Rest, der da ist. Ja, kleiner. Das ist doch ein Titano! Aber was ist denn hier los? Zeig und Teil. Ja, ist ja eigentlich deren Gebiet im Redwood. Warum auch immer. Ich finde, die Viecher sind viel zu fett für das Gebiet, aber okay. Nein, er geht wieder ins Wasser. Bleib hier! Bibersch! Komm to me! Ja, komm wieder durch. Ja, wollte ich gerade sagen, brauchst doch bestimmt bloß einen Köder an Land schießen, dann kommt er an Land, oder? Nein, lauf dich weg! Kleiner Bibersch! Beruhig dich! Ich muss die Namen anmachen, so sehe ich nicht, wann der fressen will. Streicheln dürfen wir noch nicht. Nein, er haut dann ab. Ja, der ist fast bei 10%. Ah! Schnell. Ja. Stell doch mal deinen Raptor einfach irgendwo ab. Stört das nicht? Nö, nee, mich nicht. Pfeif ihn doch einfach mal ab. Stellen wir die Raptoren hier hin. Pfeif ihn mal ab. Der Diplodoc ist mir ein bisschen koppel. Na, anfängst du schubsen, ich sag's dir. Ich sag's dir, Fettsack. Ach, ist da sogar ein Heranwachsender, ist sogar ein Jungtier. Mhm. Dillo. Der möchte fressen. Wo ist er denn? Er ist gerade wieder ins Wasser verschwunden. Ja, ich habe ihn rangezogen.
Nein, nein, nein! Du böses Kind! Nein! Alter, hat der einen Speed drauf. Das war jetzt nicht schnell im Wasser. Er ist ja kein High-Level. Ja. 80 reicht aber auch erstmal. Damit können wir ein paar Bäume reißen. Und vor allem, wir können unterwegs was craften. Was wir sonst nur in unserer Werkbank machen können. Fuck. Möchte fressen. Ja, ich weiß. Mir ist gerade der Bogen kaputt gegangen. Oh. Soll ich dir meine Armbrust geben? Nein, nein, das ist gut. Ich habe ja noch genug. Der Dicke da kommt mir ein bisschen zu nah. Komm, Diplo, komm her. Ja, komm zu mir spielen. Komm. Ein dickes Teil. Das kann ich nachstreichen. Hat die interessante Zähne, hat der kleine Bursche. Naja, es scheint ja ein mehr oder weniger normaler Biber zu sein. So wie man von daheim kennt. Genau. Er scheint nur etwas größer zu sein. Ein bisschen. Es gibt einige Tiere, die wir kennen, die aber eben eine Nummer größer sind. Als gewöhnlich. Ich nenne ihn Dickbauch. Hier schläft doch seinen dicken Bauch gerade durch den Bauch. Der kleine Dickbauch. Diplo. Was tapselt hier so komisch? Es kann sein, dass ich das gerade bin. Ich kämpfe gerade mit dem dicken Teil hier. Nee, es sind Schritte. Achso. Oder lief gerade auch ein Parasaurus. So, und jetzt hau ab! So. Hey, du versuchst. Komm hierher! Komm! Oh, das andere habt ihr. Oh nein. 184, eieiei. Wo ist er hin? Kind! So, alle gut, alles gesaved. Nichts passiert. So, der ist wahrscheinlich jetzt panisch geworden, weil. Nee, er ist ins Wasser abgedüst. Ey! Hau ab! Komm hierher! Nein! Oje. Oh je. Was? Kleiner, was? Komm her, Kleiner! Oh, es geht. Hm? Der fette Diplo kommt wieder. Mann, ey, du gehst auf den Sack. Jetzt muss ich dich töten. Ich habe das Gefühl, der ist auf Rotzi irgendwie programmiert. Hau jetzt ab, so jetzt. Kannst du mich mal, jetzt bist du tot. Wenn ich hören will, was fühlen. Komm zu mir, folge mir. Genau, so eine scheiß Libelle, na klar. Gibt's Kadaver, gibt's Libelle? Ihr folgt mir. Schnell auf Sand! Nein, du bist so schnell! Ja. Nein, komm! Scheiße. Komm doch mit! Also trinkt mir nicht. Nee. Bei einer Aktion da. Ich merke, weil meine Lunge keine Wasser mehr haben will. Achso, versuchst du ihn zu streicheln? Ja, aber er muss auch fressen, er kommt ja nicht erst sonst.
konnte ihn gerade mal streicheln. Der blöde Affe! Geld an der Bärenpack! Affe! Warum Affe? Ah, er kommt vielleicht oder auch nicht. Na komm, geh Richtung Land. Er kommt hier Richtung. Ach nee, doch. Ach, jetzt doch nicht. Na? Oh, er hat ein Paket abfallen lassen. Ist halt eine Pilze da. Oh, es hat einfach viel zu schön verwackt. Ey, Affe! Ich glaube, er wird von den Dino-Kadaver abgeschreckt. Deshalb kommt er nicht an Land. Hat mir jetzt mal abgebaut, mal sehen. Oder ja, da ist er. Weil die reagieren ja immer ängstlich auf Kadaver und sowas. Wieso? Hier, oh Gott, wo sind die jetzt hin? Ne? Er ist jetzt gerade hier Richtung in die Richtung Land geschwommen, das ist jetzt schon wieder abgebogen. Was ist denn der Affe? Da hinten! Und der kleine Kerlchen ist so schnell, man kommt gar nicht hinterher. Ach, da. Oh Gott! Da hebt er mich hoch, ey. Du Affe! Ja, dreh mir den Arsch zu, genau! Ey, du Affe, ey! Blöder Affe! Oh, jetzt schwimmt er wieder sonst wohin. Eieiei. Zeigt er sonst drin. Ist schon in die Richtung der Wurz hier. Hallo, komm mal bitte wieder zurück. Oh, das hat noch eine wunderschöne Sache mit dem. Welche der Affe ist so lieb, der bleibt auf einer Stelle stehen. Das ist das Tier, was wir nicht brauchen. Ich nehme ihn mit. Easy tame. Oh, und seltene Blumen hat er gegeben. Und jetzt bist du wieder. Oh, ja, sonst mit dem Stift gegangen. Affe! Ich hab einen Affen! Jetzt hast du einen Affen unten. Wo ist der Bibesch? Ja, ich bin bei ihm hier. Hier ist er. Ah, ich hab ihn getriggert mit dem Dingen. Ein Foto? Ja. Boah, ich sehe den fast gar nicht hier in diesem Gedöns. Bleib mal hier, Junge. Bleib hier. Ah, der hat mir seine Blumen ins Gesicht geschmissen. Ah, oh, das ist recht fertig. Jetzt wird er gleich angegriffen. Seht. Ich seh's. Muss er wieder hin. Okay. Ja. Das ist bei mir auch gut. Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Muss ich jetzt schon wieder hin? Er verfolgt dich, bleib stehen! Da. Alter, der hat einen Schuss gemacht. Ja. Wo ist denn hingeschossen? Hier ist er doch. Alter. Kleiner, beruhig dich. Hast du Bären? Alter, der schießt wie ein Torpedo, ey. Wir sollten ihn mal fit an Land locken. Da folgt der ja. Oh. Alter. Was hat der für eine Speed drauf? Junge, bleib stehen! Bleib doch stehen! Jetzt. Oh. Der rast ja schon davon. Rotzi! Rotz hier! Ran hier! Schoppen Affen, ich will mal sehen! Mensch! Ich möchte noch ein paar Beeren sammeln, damit der Kleine was hat. Nom.
Oh, da hat ordentlich Hunger. Oh, hat vielleicht mal ein Raptor irgendwas? Ja, natürlich nicht. Natürlich hat. Was ist mit den Titanosaurier los? Die wollen alle was besteigen. Der darf ja jetzt auch die Klippe besteigen. Guck dir das an. Ja, naja, wenn. Na, wer weiß. Was mit deren Wegfindung ist. Ich finde sowieso, die sind teilweise in Gebieten da, wo die gar nicht ringehören, wo ich mir sage, die haben da überhaupt keinen Platz. Vielleicht ist die Wegfindung bei denen ein bisschen. Ich glaube, die haben auch so einen Wendekreis, wenn die erstmal irgendwo drin festhängen, dann kommen die da auch nicht mehr so schnell raus. Ich glaube, das reicht. Wir müssen die erst nur noch heimziehen. Ja. Du sitzt auf meinem. Ja, habe ich gerade gemerkt, als ich hinten dran geguckt habe. Jetzt hat er auf einmal kein Speed mehr so drauf. Der geht ja normal. Komm. Er muss guck dir das an! Ja, er muss immer kurz stehen bleiben, um zu fressen. Da ist ein Dillo. Oh. Ach, geht doch. Nee, er hat noch kein Sattel. Er muss erst noch erwachsen werden. Aber hat schon einen, damit er gleich sofort dran klopfen kann. Ey! Dann Max Salido 136 hier, was macht hier? Geh weg! Lass unser Kind in Ruhe! Nee, du Scheißlibell! Greif mich an!